Leute, YouTube. Diesmal geht es um den Unterschied zwischen alle und jeder. Oberflächlich betrachtet macht es erstmal keinen Unterschied, ne? Aber wenn man tiefer geht, macht es den Unterschied. Zum Beispiel gibt es den schönen Satz: Alle sind willkommen und jeder ist verdächtig. Ja? Da gibt es auch einen Satz, der genau den Unterschied zwischen alle und jeder beschreibt. Alle sind die anderen. Und jeder sind wir. Also, alle ist unpersönlich und jeder ist persönlich. So, das war bis jetzt die Erklärung von dem Unterschied. Aber jetzt kommt was Neues. Einige sogenannte Gutmenschen wollen das noch erweitern, diesen Unterschied zwischen alle und jeder. Alle war ja bis jetzt unpersönlich und jeder persönlich. Aber jetzt gibt es noch zwischen neutral und nicht neutral. Jeder ist nicht neutral und alle sind neutral. Ja? Und jetzt soll es soweit sein, dass jetzt penibel darauf geachtet werden soll, dass eben, wenn es nach den Leuten ging, wenn jetzt zum Beispiel in der Öffentlichkeit irgendein Schild oder ein Text oder ein Ton, im Bildtext und Ton soll jetzt darauf geachtet werden, dass jetzt das Wort aller genommen wird. Oder alle. Ja? Und nicht jeder. Weil jeder ja nicht neutral ist. Weil die meinen, ja, wir nehmen er hinten, deutet das auf männlich hin. Aller ist, soll männlich implizieren. Also nicht geschlechtsneutral. Während alle neutral ist. Also, ihr seht schon, der Unterschied wurde jetzt doch verschärft. So, das war's auch schon wieder. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.